Willkommen zurück zu Tales of Systeria. Beim letzten Mal, ja, haben wir so weitestgehend halt fast alles an dem Quest halt abgeschlossen, was wir abschließen konnten. Ja, ich weiß jetzt hier bei ihr jetzt noch nicht, wo ist der letzte Tiger. Wir haben keine Ahnung, wo der Tiger ist. Das hier ist die Quest von Cat's Corner, worauf ich gleich nochmal zu sprechen komme. Und das mit Edna, darum wollen wir uns vielleicht mal gleich kümmern. So. Jetzt hier das mit Cat's Corner. Ich habe jetzt hier ein bisschen gelevelt. Ja, wir sind jetzt Level 78-76 bzw. Leila ist 75. Ja, equipment-technisch haben wir jetzt nicht so viele Sachen anders. Ich glaube, wir haben jetzt hier ein Metrierschwert angelegt. Aber sonst ist halt jetzt nicht so unbedingt viel hier passiert, so technisch gesehen. Na, hier haben wir ein paar Items, die auf Level 10 waren, dann irgendwann nach Farming-Gedöns. Irgendwann heiligen lassen, aber im Prinzip, es ändert sich jetzt nicht so dramatisch viel an den Werten, so dass man sagen würde, wow, wir sind overpowered. Ja, ich habe dann mal außerhalb der Aufnahme tatsächlich es versucht, gegen diesen komischen Turtles-Typ anzukämpfen, und das war ein sinnloses Unterfangen. Es war immer noch genauso furchtbar wie vorher. Von daher, ja, selbst ne, mit Amortisierung, mit Miglio, so wie ich das halt auch so ursprünglich schon so gedacht hatte, war das, es war zwar okay, aber wenn er halt dann seine Ulti einsetzt, dann ist vorbei. Es ist einfach vorbei, kannst du nichts machen. So, und deswegen gehen wir halt jetzt erstmal zum Drachen. Diesen Super Turtles Gedönsdingens werden wir wahrscheinlich niemals schlagen können. Aber wir gucken mal, ob wir zumindest Ednas Bruder besänftigen können, beziehungsweise ihn erlösen können. Hallo, untoter Druide. Mit Schwäche Wind. Mobbing gegen Miglio. Ist ja nicht nett. Ist ja nun mal wirklich mal nicht nett. Aber naja, was willst du machen? Lauf doch nicht mal weg hier. Aua. Nicht hauen. Ja, die tun schon so ein bisschen weh hier, die komischen Druiden. So besackt. Nice job, Miglio. You've been slacking off, haven't you? Immer. So, ist hier der Baum weg? Oh nee, nee, noch so ein Druide. Nee, 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 nee. Och nö. Ja, dann ist es halt so, ne? Machen wir jetzt aber einen kürzeren Prozess als noch eben. So, ja. Wie ein Wegschuss, ne? Der Hammer. Alter, es war voll der windige Angriff und was macht es? Genau nix. So, machen wir hier. Ja, machen wir hier eine Heilung. Ansonsten mit X, das war wohl nichts mit Heilung. Alter. Ja, und ich glaube, diesen Dark Turtles-Typen, den werden wir schon nicht zu diesem Let's Play bezwingen können. Ich glaube, dazu muss man wirklich halt ungefähr gleich auf sein im Level. Und da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, so hart grinden werde ich dann tatsächlich nicht. Ne, das habe ich jetzt speziell gemacht, damit wir das gegen den Level 80 Drachen irgendwie bestehen können. Ich glaube, sonst wäre es ähnliches sinnloses Unterfangen. Aber irgendwann dachte ich mir halt auch so beim Grinden so, ja, jetzt ist gut, ne? Weil es hat jetzt mal so lange gedauert, auch ein bisschen, ne? So. Dann gucken wir mal. Naja, Fusionspunkte sammeln wir immer noch, 500.000 Stück, die ich auch unterwegs einfach mal verwende. Ist ganz praktisch tatsächlich. Spart manchmal ein bisschen Weg und Teleportzeit, aber gut. So, was haben wir hier? What are you after? Well, we're going to kill Aizen. Wait, what about our promise? Sorry, but I need to keep my promise with him. I've got my honor, you know? I see. So you figured it out. That the only way to save my brother is no different from the way we'll beat Heldolf. I should have known as much.
There is no other way to return a dragon to its original form, unless you kill it. Edna. It's okay. There's nothing anyone can do about it. I've always known it was true. He's nothing but a monster now. A monster who's devoured countless humans and seraphim alike. He's so far gone, he doesn't even recognize me anymore. But I kept holding on. I just couldn't give up on the possibility of him turning back to the way he was. I've held on to that silly desire for hundreds of years. I knew the truth in my heart, but I just couldn't abandon my brother. I know we have to kill him. As long as he's still alive, I... When I become a dragon, kill me. I don't want Edna to suffer for it. Huh? What does that even mean? That's so selfish of him! Leaving on a journey without me, becoming a dragon without telling me. Didn't he even think about how lonely I'd be without him? Aizen... I want to see you again! Arme Edna. Aizen! Stiefschluchz. Auch Edna. Ich meine, ich kann sie ja voll und ganz nachvollziehen, aber... Oh, was soll ich denn machen? Ich habe gegoogelt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Glaube ich. Also, wenn ich richtig gegoogelt habe und so. Ist ja auch immer so eine Sache. Tut mir schon so ein bisschen leid. Aber ich habe ja irgendwie das ganze Spiel über gehofft, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass... zu ändern. Also ich habe bisher nichts derartiges gefunden. Purification complete. This aroma. Ja, es ist roter Salbei. Toll. Können wir auch gleich mal wieder verwenden. So viel Kräuter haben wir jetzt derzeit gar nicht. Also ein bisschen was, ne? Ja, Kamille und roten Salbei kommen hier. Ticke dies, ticke das. Na, guck mal, ein Troll. Oder Ogre. Gedöns. Hallo! Ein gefährliches Treffen auch noch. Die sind schwach gegen normale Schläge. Ja. So. Nicht alle auf einmal hier. Aua, 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 die tun weh. Ist nicht nett. Ah, super, da haben wir jetzt unsere Lieblingsdruiden wieder. Oh, du, du, du. Das ist mir jedes Mal wieder eine Ehre, mit den komischen Skelettmagier-Druiden hier zu sein. Die machen wieder auch noch irgendeine Scheiße. Da haben sie gar keinen Block-Animation gerade, sondern sind eigentlich am Zuhauen, aber hey. Von hinten ist halt nicht so effektiv hier bei den Trollen. Bergtoll? Ist das Bergtoll? Ja. Die tun ganz schön weh. Weißt du was? Hier, mach mal. So was. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich einen Heal raushauen. So. Alter. So. Bis er mal irgendwann das macht, was ich von ihm verlange, weißt du? Okay. Caliburnus erhalten. Bitte was? Das ist ein Schwert. Ist das jetzt besser? Bestimmt nicht. Caliburnus. Wow. Okay. Okay. Ich nehme das mal, ne?
So, die Frage ist halt jetzt auch, wo will ich denn hin? Da ist hinten ist eine Sackgasse. Gehen wir doch einmal nach da hinten hin, wo eine Sackgasse ist. Vielleicht gibt es dort nochmal eine Kiste mit tollem Inhalt und so. Sieht irgendwie nicht danach aus. Mit tolle Felsen. Ach, ich kann jetzt hier... Ach, ja, Edna ist ja gar nicht da. Wenn Edna nicht da ist, kann ich natürlich auch nicht ihre tollen Fähigkeiten verwenden. Ist halt so. So. Ja, immer auf die Mädels drauf, ne? Immer da drauf. Ich weiß gar nicht, warum, du komischer Troll. Ich meine ja nur. So. Okay. Also wenn wir da jetzt nicht lang können, ja, dann halt nicht. Dann gehen wir halt hier lang. Haben wir da nochmal eine Sackgasse? Da haben wir ein Dingens. Da muss ich dann hin. Okay. Ich glaube, ich schaff's. Ich hab's geschafft. Ja. In order to free Edna's pain and fulfill our promise. Mhm. Ach, Kacke. Gefährliches Treffen mit dem Scheißbeboss hier. Ich glaube, es hat. Weil die sind ja auch nur Level 61. Dann war auch schon mehr als 10 Level drüber. Aber nichtsdestotrotz. Man muss ja nicht gegen die kämpfen jetzt, ne? Man, die geben jetzt auch nicht mehr so viel Erfahrungspunkte, glaube ich. Da mal gucken. Ja, 126 Erfahrungspunkte. Das ist, nix. Ich noch so ein Turtles-Verkäufer. Ein Eisenkraut. Was hast du denn? Du hast ganz viel tolles Ding. Scheint mir ja auch alles sehr ausgeglichen zu sein vom Bild her, ne? Wo sind meine Augen? Man weiß es nicht genau. Er hat auch nur Topaz-Zeug hier im Angebot. Da jetzt auch nur lang, wenn man halt wieder Erde benutzen kann. Okay. Dann auf zum großen bösen Drachen. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Yes. We must do it for Edna as well. Ja. Im Prinzip tun wir es für sie, damit ihr Bruder endlich ruhen kann. Und damit wir seinen Wunsch erfüllen. Von dem ja nur Savit mal wieder weiß. Ja, ja. Da ist er. Man, you guys really are a bunch of morons. Weren't we always? Please don't carry the burden alone. Man, what a bunch of idiots. I can't believe you're dragging yourselves into this mess. You said it. You can grab onto me if you're scared. Yeah, keep dreaming. You say that now. Let's finish this. Right here, right now! Okay. Was kannst du denn? Empfindlich gegen das, das und das. Halt unempfindlich, das heißt. Wind können wir nutzen. Und Wasser können wir nutzen. Sorry to keep you all waiting. The time has come, Eisen. Viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Er hat auch sau viele Lebenspunkte. Der ist Level 80 tatsächlich. Habe ich doch richtig verhalten die ganze Zeit. So. Ja, das kann er heiter werden. Solange wir nicht in seinem Feueratem stehen, müsste das eigentlich okay sein. Aua.
Boah, wie das leckt, ne? Der Hammer. Ne, nur weil ein großer Effekt da ist. Alter. So, komm. Ja, das war nicht so das, was ich gewollt habe. Das wollte ich. Ist besser als nichts. Das hat schön Schaden gemacht. Gerne weiter so. Achso, ich werde noch was. Kann ich nicht nochmal einsetzen, das mystische Arte, leider. Okay. Und zur Seite. Scheinbar hat er gleich hier so einen Schwanzhieb und alle sind tot oder so. Ich hoffe nicht, aber die Möglichkeit besteht. Ja, genau, sowas hat befürchtet. Manchmal habe ich so das Gefühl, der ist von seiner Hitbox her so weit entfernt, manchmal, dass wir einfach keinen Schaden machen. Ja, dass seine Hitbox da irgendwo im vorderen Brustbereich ist oder so. Wenn wir da nichts hintreffen, dann ist halt schlecht. Kann mich da auch irren, ne? Aber es wirkt auf mich ein bisschen so. Oh shit. Nee, bleiben wir amortisiert. Das macht mehr Sinn. Meint, die Hälfte haben wir schon. Und schon ist auch eher relativ, ne? So. Ich weiß nicht, wohin der Drache gerade irgendwas attackiert. Aber solange es nicht in unsere Richtung ist, ja gerne. Nein. Oh. Wenn du wieder mystisches Arte verwenden willst und es klappt einfach nicht, ne? Nein, komm mal. Ob wir das hinkriegen? Ich weiß ja nicht. Wir nehmen mal auf jeden Fall hier so ein Gummi. Abgucken sollte reichen erstmal. So, und dann kriegen die anderen einen Pfirsichgummi reingedrückt. Nein, ah, konnte ich nicht rüber switchen. Verdammt, und ich habe zu schnell gedrückt. Ach ja, irgendwas ist ja immer, ne? Einfach draufhalten, bis er umfällt. Wie fahrt er noch? 12.000, ja gut, kriegen wir hin. Da hatten wir schon Schlimmeres. Wesentlich Schlimmeres. Nein. So. Können wir das schaffen? Ja, können wir sollen. Komm schon, Drache, leg dich hin, leg dich hin, leg dich einfach hin. Du weißt, dass du gar nicht mehr kämpfen kannst. Mit 10.000 Lebenspunkten, da ist nicht so viel. So. Bisschen weiter vorne, dass wir den Brustkorb besser treffen können. Weil ich glaube, es ist wirklich so, dass er eine Hitbox hat im Brustkorb. Und dann schießen wir oftmals halt einfach durch. Ja, mystisches Arte wird nichts.
So, jetzt haben wir es aber gleich. Okay. Dann, Edna, sollst du deinen Schlag bekommen. Edna. Don't say anything. I think I understand. Huh. I'm sorry it took so long, Aizen. Noch, Edna. Hey, guck mal, ein Kraut. Roter Lavendel und hier ist dieser Aktionspunkt. Grab auf dem Berg. We did what we could. I know it wasn't much. Yeah. You did the right thing, Saray. Don't be so hard on yourself. I'll be fine. Don't worry. I'm sure he's satisfied with the outcome. And you? Me too. But Edna probably needs some time. Indeed. She's bottled it up for hundreds of years now. Edna may be a crybaby, but her mind's as bright as a diamond. Did Aizen say that? We've seen for ourselves, though, right? Yeah, you're right. Arme Edna. Ah, na gut. Wir haben es hinter uns gebracht. Und da wir jetzt so ein Sekundärziel, was ich mir halt so gesetzt habe, jetzt erreicht haben, können wir das Spiel auch zu Ende bringen. Bin ganz ehrlich, was halt diesen dunklen Turtles-Typ da angeht, ist natürlich schade um den Turtles an sich. Wir wissen auch nicht genau, was es halt miteinander zu tun hat, aber... Saray, can I talk to you for a sec? Yeah, is something wrong? It's nothing. Don't worry about it. Okay, I see. Does that mean she doesn't even want to see us? If that's what she wants, then I'll do as she says. Don't get the wrong idea. I just have my reasons. Her eyes are probably as sore as they get. No doubt. She's been crying for a while. Well, if you say so. That ain't no good. You gotta notice a lady's charms, even if she's not looking. Shut up, Grandpa Zavid. AKA Grampfeed. So you're back to normal, huh? But hey, that hurts. So, what did you want to talk about? The time is right. And so while it still is, there's something I want to tell you all. I'm only gonna say it once. Thanks. Thanks. Didn't you just say it twice? That second one's probably from Aizen. Ain't that right, bud? There's something I want to tell you too, Saray. Because of you, I could keep my promise with him. Thank you. Ja, bitte, bitte. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Aber was haben wir da bitte schon bekommen? Drachenbaby. Ja. Oh, das kriegt Edna. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen mies, dass er halt dadurch dann halt über an ihren Bruder erinnern wird, ne? Aber ich weiß auch nicht. Wo ist es?